Jetzt kennen wir uns. Tschüss. Jedes Jahr der olle Klopper, du. Wie ist die Laune hier im Kapitol? Das freut mich für euch. Ich habe wieder so eine Krawatte. Mann, ich habe dermaßen den Gammel in den Knochen. Seit ein paar Monaten kann ich nicht richtig pendeln. Und ich sag mal so, mein unwiderstehlicher Charme, der steht ja so und so erst ein paar Stunden nach mir auf. Aber Leute, wenn ich nicht richtig pendeln kann, dann bleibt er den ganzen Tag liegen. Ja? Problematik ist, wir haben seit kurzem wieder ein Baby im Haus. Nicht, dass ihr auf falsche Gedanken kommt, das ist nicht meins. Mein Mann hat das auch erst gedacht, als ich gesagt habe, es ist was Kleines unterwegs. Ich sag, Manfred, hast du heute wieder Pech beim Denken? Wo soll denn ein Kind von dir herkommen? Du hast doch schon seit über 10 Ostern keine Eier mehr. Du wirst Opa, Manfred. Ne? Und dann habe ich meiner Ältesten immer gepredigt, ne? Taxi Maria. Ich leg dir die Kondome nicht auf den Nachttisch, damit du die aufbläst und da Luftballontiere draus gemoltest. Der Eisprung ist kein Hürdenlauf. Und dann heißt auch nicht Pizza danach, sondern Pille. Aber die wollte nicht hören. Na, jetzt haben wir den Salat. Also der heißt jetzt nicht wirklich Salat, aber der Name ist ähnlich kacke. Hassan Jeremy. Ja, die Taxi Maria weiß nicht genau, wer der Vater ist. Einen dritten Namen konnte ich gerade noch verhindern. Leute, so, jedenfalls ist jetzt in der Kita Kunterbund mal wieder die Seuche ausgebrochen. Und wer kann den ganzen Tag mit dem Gesäuge auf dem Kinderspielplatz sitzen? Ich. Ich sag euch, wenn ihr mal den Beweis braucht, dass die Menschheit nicht mehr lange überlebensfähig ist, setzt euch mal einen Nachmittag auf dem Kinderspielplatz und guckt euch die Eltern an. Hör mal, alle bekloppt. Dabei ist das total einfach. Du setzt dich auf die Bank, hältst die Fresse, lässt das Kind spielen. Und wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass er sich am Karussell den Unterschenkel abamputiert, ja, da springst du eben flott mit einem Kompressionsband bei, damit er dem Sandkasten nicht komplett ausblutet. Total einfach, macht aber keiner. Ne? Die sind alle bekloppt. Leute, auf der einen Seite die Überbehüter. Hör mal, die Helikoptern komplett im Tiefflug. Stehen neben jedem Spielgerät, reichen immer der Hand und haben die AOK-Karte eingeschweißt um den Hals hängen. Damit sie im Fall der Fälle in der Notambulanz keine Zeit verlieren. Ja? Leute, es gibt inzwischen Papis, die ölen die Wippen auf dem Kinderspielplatz selbst. Aber nicht einfach nur mit Fett. Nee, mit links gedrehten, kaltgepressten Olivenöl aus der Zentraltoskana. Begründung, du, wegen der Keime. Falls der Hubertus Maximilian da mal dran leckt. Wenn man an eine Wippe lecken. Das ist auch ein altbekanntes Männlichkeitsritual. Ne? Du bist kein echter Mann, wenn du nicht einmal in dein Leben an diese Wippe geleckt hast. Aber nicht oben am Sitz, nein. Unten am Gelenk. Alle bekloppt. Daneben sitzen die Mamis und drücken jedes Sandkorn einzeln durch ihre tibetanischen Teesiebe. Damit die Josephine Bernadette nicht in Kontakt kommt mit dem schwer kontaminierten Herbstlaub. Aber das gesündeste Frühjahr im Sandkasten war? Genau, der Kackhaufen vom Nachbarhund. War das ein Problem? Nein. Es galt nämlich noch der Satz, Dreck reinigt den Magen. Das gilt aber heute nicht mehr, weil die den Kindern morgens früh schon fünffach entionisierten Frühstücksschleim reindrücken. Die haben gar keine Chance mehr, Abwehrkräfte aufzubauen. Na, da sehen die nach dem Erstkontakt mit ein Körnchen ungesiebtem Sand aus wie ein Streuselkuchen. Und deshalb geht das immer weiter mit der Helikopterkacke. Ich sag euch, es kommt der Tag, an dem tragen die Embryos im Fruchtwasser pränatale Schwimmreifen. Das dauert nicht mehr lange. Alle bekloppt. Ja? Und dann ist ja nicht das Hauptproblem, dann quatschen die ja den ganzen Tag auf ihre Kinder ein, weil sie in der Helikopterzeitung gelesen haben, dass positive Verstärkung wichtig ist für die Kinder. Dann schreien die tausendmal in eine Stunde, oh super, toll, fein, und hüben aufgekratzt wie so ein Ninja Turtle auf Speed durch den frisch gesiebten Sand und brüllen tausendmal pro Sekunde, super wie du rutscht, toll wie du schaukelst. Ich krieg da Mitleid, weil der Satz, toll wie du schon alleine stehen kannst, ist ein sehr zweifelhaftes Lob für einen Zehnjährigen. Leck mich
am Arsch, doch. Ja, da gibt es noch die andere Fraktion, das sind die Anarcho-Eltern, die machen gar nichts, aus Prinzip. Weil du, der Spielplatz ist ein herrschaftsfreier Selbsterfahrungsraum. Ja, geil. Und wenn der Herr Zorro aus 10 Metern Höhe ungebremst auf die noch offene Fontanelle scheppert, sich ein Kilo Sandlaubgemisch reindröhnt und sich in dreckigen Stock bis tief hinter den Sehnerv bohrt, dann ist das gewollt. Ja, du, weil die Erfahrung ist einfach unheimlich wichtig für die Kinder. Ja, das stimmt, selbst ein Dreijähriger merkt, wenn sie dir ein Auge ausgestochen hast, muss ein bisschen aufpassen. So unglaublich viele hast du danach gar nicht mehr über. Nein, der Manfred ist jedenfalls happy, der geht voll auf in seine Opa-Rolle, hat er was zu basteln. Ja, der ist direkt nach Autoteile, Hunger, Kinderwagen, Pimpen. Der hat die ganze Nacht in seinen Hobbykeller geflext und gelötet, der war so aufgeregt, der hat sich so eine Tüte Lakritz reingebrettert. Ich sag, Manfred, wenn es noch mehr davon ist, kackst du morgen früh in Satz Winterreifen. Ja. Wer kann den ganzen Tag das Gesäuge animieren? Ich. Boah, ich bin dermaßen fertig, ich muss mich mal setzen. Hier, Elefant, tust du mal fett auf der Orgel. Ich hau noch einen raus, komm. Oh, Kinder. Oh. Es ist schon halb drei.